Toni Kroos hat gerade offiziell angekündigt, dass er seine Karriere beendet. Nach der EM ist vorbei. Und ich bin euch ehrlich, ich bin wirklich emotional. Ich liebe diesen Spieler. Als Real Madrid-Fan ist Toni Kroos was ganz Besonderes. Er gehört zu den größten Legenden, den der Verein je hatte. Für mich persönlich auch menschlich sehr sympathisch. Und ich werde ihn auch verfolgen weiterhin, sofern er Sachen postet. Im heutigen Video möchte ich ihn einfach nur danken. Das ist wirklich einfach nur ein Dankvideo an Toni Kroos, weil ich diesen Typen feiere. Doch bevor ich jetzt weiter darauf eingehe, möchte ich erstmal sagen, was er auf seinem Instagram-Post genau geschrieben hat zum Karriereende. Er schrieb, 17. Juli 2014, der Tag meiner Präsentation bei Real Madrid. Der Tag, der mein Leben verändert hat. Mein Leben als Fußballer, vor allem aber auch als Mensch. Es war der Beginn eines neuen Kapitels beim größten Club der Welt. Nach 10 Jahren geht am Ende der Season dieses Kapitel zu Ende. Diese frech erfolgreiche Zeit werde ich nie vergessen. Ich möchte mich ganz besonders bei allen bedanken, die mich mit offenem Herzen aufgenommen und mir vertraut haben. Aber ganz besonders möchte ich euch, liebe Madridistas, für eure Zuneigung und eure Liebe vom ersten bis zum letzten Tag danken. Zugleich bedeutet diese Entscheidung, dass meine Karriere als aktiver Fußballer diesen Sommer nach der Europameisterschaft endet. Wie ich schon immer gesagt habe, Real Madrid ist und bleibt mein letzter Club. Ich bin froh und stolz, dass ich in meinem Kopf den richtigen Zeitpunkt für meine Entscheidung gefunden habe und dass ich es selbst wählen konnte. Mein Ehrgeiz war es immer, meine Karriere auf dem Höhepunkt meines Leistungsniveaus zu beenden. Ab jetzt gibt es nur noch einen Leitgedanken, Apura La 15. Das ist sehr wahrscheinlich auf die Champions League bezogen. Aber das sind die finalen Worte von Toni Kroos und es fasst super zusammen. Was der Typ in den Jahren, in diesen 10 Jahren bei Real Madrid geleistet hat, ist crazy. Was der Verein allgemein geleistet hat in diesen 10 Jahren, ist nicht normal. So oft die Champions League zu gewinnen, so oft Leute zu haben, die den Ballon d'Or auch gewinnen, das ist nicht normal. Zusätzlich hatte das wirklich schon immer gesagt, dass er bei Real Madrid aufhören möchte. Und das ist etwas Schönes, denn wir haben viele Spieler gehabt, die zum Beispiel Real Madrid verlassen haben oder andere Top-Vereine, die aber danach nicht mehr wirklich funktioniert haben. Und wo man sich gedacht hat, hättest du da die Karriere beendet, hättest du wirklich so als Legende die Sache verlassen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Fußballer dieses Feingefühl dann doch am Ende des Tages nicht haben, zu wissen, und Kroos hat wirklich einen guten Moment erwischt. Auch wenn ich ehrlich bin, ich mir wirklich gewünscht habe, dass er noch ein Jahr bleibt und ich tatsächlich auch ausgegangen bin, dass er noch ein Jahr bleibt. Also es überrascht mich wirklich, dass er nicht bleibt. Ich bin wirklich davon ausgegangen. Es hat so gut wie alles dafür gesprochen. Ich hoffe, dass Luka Modric bleibt, weil wenn er auch noch geht, dann ist es wirklich schon sehr, sehr viel für ein Madrilenen. Aber was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie steht ihr zu Toni Kroos? Weil ich bin mir sehr sicher, dass nicht alle von euch Real Madrid-Fans sind. Aber ich glaube, viele von euch sind Kroos-Fan, weil er jetzt außerhalb von Madrid auch für Deutschland spielt und einfach auch ein sympathischer Typ ist. Er gehört zu den Spielern, die man eigentlich eher nicht hasst. Auch im Allgemeinen, wenn man jetzt auch nicht Fan von einem Club ist. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Und für alle, die einfach supporten wollen, schreibt in die Kommentare Hashtag Toni, wir lieben dich. Und lasst uns jetzt noch die Europameisterschaft mit Toni Kroos genießen.